Müssen wir jetzt aber nicht sagen, dass Thorin sich bewegt, ne? Wenn der sich mit seinen Langstreckenzauber bewegt, dann kriege ich einen Anfall. Dich machen wir platt, ne? Ja. Also knapp schon wieder, ist klar. Er macht den einfach fertig. Oh, Donnerschwert macht den gar nicht fertig. Das hat doch gleich. 100% Crit Chance. Gib. Jetzt kann Timera da eingehen und den fertig machen. Soweit jeweils der Plan, ne? Ja, komm mal. Cool. So, jetzt frage ich mich aber immer noch, wie ich da reingehen soll. Ja, wie soll ich mit Zorn da irgendwie ja klarkommen? Ich meine, John kann ich da reinschicken, ne? Aber ja, nee, die Antwort wird wahrscheinlich John sein. Wird höchstwahrscheinlich John sein, mit dem ich da reingehen kann. Wer sollte denn sonst da reingehen? Oh, nimm mal ein Level ab. So, langsam aber sicher, Webeschritten schaffen wir halt hier durch. Die muss ich mich auch noch kümmern. Ne? Hier überhaupt noch was? Ja. Ich gehe einfach mal rein. Ich brauche das. Okay, wer ist hier in Reichweite? Oh. Nein. Ich glaube nicht. Ich bin nicht in Reichweite. Ich bin nicht in Reichweite. So, jetzt hol er bei ihm mal Level up ab. Okay, sie hat auch ganz schön viel resistent jetzt. Oh, Weltenbaum. Ah, den habe ich schon im 17. Kapitel gesehen. Mehr oder weniger, sie manchmal tut sie jetzt hier keine Stab verbrauchen. Kein Stab. Na, Benutzbarkeit. So, Gewitter nicht so stark, ehrlich gesagt. Excalibur effektiv gegen Flieger, cool. So, meine Strategie wäre jetzt erstmal hier die Typen noch zu erledigen, ne? Also geht mal kurz da ein. Nächsten Zug. Ich möchte am liebsten alle Gegner ja erstmal erledigt haben, bevor ich Thorin trigger. Wenn ich das sehr viel chilliger hier habe.
So, ich werde wahrscheinlich im nächsten Kapitel, im 17. Kapitel, schon mit nur noch entwickelten Einheiten reingehen, wie das ausschaut. Das ist auch nicht schlecht, ne? So, ich habe übrigens gerade gesehen, Soren hat nicht so unglaublich viel AP, ne? Ist halt ein Magier, ne? Ist klar, der wird jetzt nicht so ein absoluter Albtraum zu bekämpfen sein wie Ike. Oh, da kann auch nichts mehr. Okay. Ja, kommt mal hier hin, bitte. Hilf nämlich beide. Aber trotzdem nicht genau, wie ich das machen soll. Also ungefähr habe ich so eine Idee, vielleicht. Ich kann mich hier nirgendwo hin bewegen. Er hat nur 36 HP, drei Balken. Also zwei Balken, danach noch. So. Oh, komm mal her. Okay, bewegen sich so leicht zu mir. Dann haben wir eigentlich nur noch die Typen in der Mitte, ne? Ihr seid alle recht chillig hier gerade platziert. Ach, Zellkopf muss ich auch noch mal ein paar Kills geben. Ja. Natürlich killt das nicht. Gibt's nicht. Ach, er hat nur ein Tomahawk, sehe ich gerade. Ich dachte ganz, er hat noch einen Wurfball dabei. Aber das scheint nicht der Fall zu sein. Ja. Oh, alles gute Sachen. Außer Magie. Perfekt. Er brauchte nur noch so 1-2 AP, ne? Ja, perfekt. Und du gehst hier rein. Und zack, boom, knack. So, jetzt noch irgendwie Soren erledigen. Ne? Ja, alle gerade gesagt, Tanks. So, wie mache ich das jetzt? Ich habe noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Gegner. Also meine Strategie wäre jetzt...
ich platziere einfach jemanden in Reichweite. Und solange sich Soren nicht die ganze Zeit weiter bewegt. Wo will ich ihn denn hin platzieren? Ich überlege gerade. Am liebsten wären wir ja unten links, glaube ich, ne? Du hast eine Resistenz von 32. Du machst keinen Schaden, aber ich bezweifle, dass es so einfach sein wird. Ne? Ich werde ihn bestimmt nicht irgendwie anlocken können. Aber mal schauen, was er macht, ne? Wie die Musik auf einmal voll rockiger wird, ne? Sobald er anfängt zu tanzen. Ich sehe die Gefahren so nicht, wenn ich so, wenn ich Glück habe, bleibt er die ganze Zeit auf der Stelle und versucht die ganze Zeit sie abzuschießen. Ne? Währenddessen kommen die Leute alle auf ihn, auf uns los. Ne? So plan ich das gerade. Ja, mal schauen, wie das hier abläuft. Ah, guck mal, passiert. Ich glaube nicht, dass es so einfach wird. Da kommt er direkt schon. Okay. Jetzt noch ich bei seinen Langstreckending ein. Lass mich raten. Es kommt noch Verstärkungstruppen. Genau da unten links, ne? So, ich habe gesehen, er hat gerade seinen Kollegen da gebufft. Ich sehe gerade, du hast halt unendlich. So, es kann hier irgendjemand fliegen. Nee, ne? Ich würde dich gerne hier beschäftigt lassen. Okay. Ich sehe ja Hoffnung. So wie es ausschaut. Oh nein, sagt mir nicht, ob auch noch irgendwie dort. Okay. Wenn Soren sich jetzt die ganze Zeit auf was weiß ich, wen da unten konzentriert, ne? Mit seinem langen Streckenangriff. Dann könnten wir vielleicht schaffen, ja. Das ist so ätzend hier, ne? Mit dem Gebiet. Ich glaube, ich wie das Originalgebiet aussah. Muss ja auch vom Path of Radiance sein, hier die Karte, ne? Weil es verwandte Boden. Jetzt muss ich eigentlich nur noch alle hier aus Reichweite von Soren packen, ne? Und ich hoffe ja, er kommt dann auf Dingens los hier auf Hortensia. Aber ich glaube, er tut nicht auf die schießen, weil er keinen Schaden macht. Ne? Was ja wohl absolut wunderbar ist. Wenn das muss ich ja wegrennen die ganze Zeit. Oh. Stimmt, kann ja auch noch passieren. Ja, jetzt greift er an. Er macht sogar Schaden. Ist nicht gut. Aber solange er da stehen bleibt, solange jetzt nicht noch Verstärkungsturm von irgendwo kommen,
dürfte halt eigentlich machbar sein jetzt hier. Da sollen wir jetzt hier auf sie losgehen die ganze Zeit, ne? Dass er wird jetzt da stehen bleiben, ist wahrscheinlich, ne? Gut. Weit so gut. Ein Speer. Das wir können uns zum Dirk waren alle. Nehmen wir dich hier hin. Trotzdem die Situation ist auch voll kacke. Wenn sie so bewegen müssen, ja. Ich bin mir ziemlich sicher, man könnte das irgendwie nicht so kryptisch machen wie ich hier, aber ich versuche hier so sicher wie möglich zu spielen. Also kannst du dich selber ein, ne? Jetzt habe ich Erfahrungspunkte. Okay, mir gefällt es irgendwie nicht, dass Hortensia trotzdem noch irgendwie Schaden nimmt, so ein bisschen. Also. Ich bleib schön hier. So ätzend hier, ey. So, die könnt ihr nicht alle heilen. Okay, ich weiß nicht, was Schein war. Die sagt mir nicht, dass ignoriert irgendwie Magieverteidigung oder irgendwie so ein Mist. Darauf hätte ich jetzt nämlich gar keine Lust. So, lass mich mal abchecken, was du noch alles kannst, ne? Gegen Schaden zu, fügt sie zusätzlichen Schaden zu. Einfach die Resistenz minus 20% KP, Einheit, Venom. Ah, deswegen macht er mir ein bisschen Schaden. So, ich kann mich immer nicht so frei bewegen. Okay. Uff. Warum? Alle meine Charaktere sind hier so auf 1 AP runter. Natürlich kriegst du jetzt. Mein Gott. Ah, zu wenig. Ja, da kann ich nicht losgehen, weil man trifft uns Sorin. Nandemo yude.
Ich glaube, das ist zu knapp hier gerade. So, waren wir nicht mal fertig. Ah, ist anstrengend hier. Ich komme nirgendwo durch. Den kann ich machen. Da kann ich dich irgendwie abschwächen? Ja. So, du machst 29 Schaden. Ich weiß nicht, wie viel normal, aber das müsste eigentlich machbar sein, so zu meinem Leben, ne? Bin aber lieber erledigt. Mach gut schon. Ah. So, wer kann denn hier nochmal angreifen? Am besten du, ne? Das war ja die sicherste. Ich glaube nicht, dass sie genug Schaden macht. 32. Ne. Was ist mit dir aus? Ne. Wir müssen, glaube ich, sowieso überleben, ne? Was ich ja mache, ja. Ich habe Stoß. Ich glaube von mir, ne? Von dem Ringen. So, die geben wir mal eine Eisenachse. Vielleicht nicht gedoppelt wie es. Der Crit war jetzt nicht schlecht, ganz ehrlich. Ah. Wir müssen eigentlich überleben. Ne? Ja. Nein, du hast einen Speer. Ah. Jetzt hier echt noch mal einmal tanzen. Ein Speer macht sie platt. Ich habe nicht daran gedacht, dass du ein Speer hast. Verschwendung. Oh, jetzt soll man machen, ne? Ach. So. Sobald alle Gegner weg sind, schnappen wir uns Thorin. Jetzt hat er nicht getroffen, nicht gut. Und er kommt auch näher, sehr gut. Ich würde aber sagen, wir gehen noch mal ein bisschen zurück. Ich kann mich ja kaum bewegen, ohne dass ich in Thorins Reichweite gehe. So, oh wow, das war eine mega große Heilung. Mein Gott, da lohnt sich gar nicht hier irgendwie zu heilen, ey. Immer wieder hier runtergedrückt werden.
Und wegen den Erfahrungspunkten, ja, halt, ne? Also nur wegen dem Erfahrungspunkt, da rede ich eigentlich gerade wegen dem Erfahrungspunkt. Ihn voll heile, ne? Okay, du machst was mein Tänzer nirgendwo, aber du wirst mich nicht. Du wirst mich hoffentlich nicht. Ich habe jetzt keinen Bock zu rechnen. Wenn ich ganz ehrlich bin. Wird ja wohl überleben, ne? Da ausweichen oder irgendwas. Ich war jetzt wortwörtlich zu faul zum Rechnen. Jetzt wahrscheinlich voll aufs Maul. Oh. Er wollte jetzt wenigstens, können die Gegner sich auch hier nicht bewegen, ohne die ganze Zeit Schaden zu nehmen. Gott, das ist sehr viel weniger Schaden. Aua! Was ich gedacht hätte. Er hat den gar nicht erreicht. So. Immer noch mal ausweichen. Ich kann mich hier nirgendwo hin bewegen. So, du kommst mit deinen Elfendonner mit 33 Schaden. Da lache ich doch nur gegen. So, natürlich machst du genau zu wenig Schaden. So, warte mal, er kann ja alles ablocken, ne? Ja. Das kann ich auch mal gucken. Er greift er als erstes an, ne? Ich vergaß. Will ihn noch nicht mal töten. Ich will einfach meine Hauptkarte hier. Supportpunkte und die meisten Erfahrungspunkte, würde ich sagen. Und dann irgendwann werden wir das hier schon schaffen, ne? Gott, ey. Eine super ätzende Map hier. Okay, John, mach die alle fertig. Ja. Sehr gut. Upsa. So, bist du jetzt scharf auf mich anzugreifen oder gehst du lieber... Hat ich mal da getroffen. 3 AP abgezogen. So, der geht auf ihn los. So langsam pflücken wir die uns hier zurecht. Aha.
So, und unsere letzten Charaktere so auf 20 kriegen wir auch noch, ne? Da können wir bald nur noch exklusiv mit unseren stärksten Einheiten reingehen. Ich sehe gerade, der hat 20, Level 20 erreicht. Gehen wir raus hier. Weiß ich sowieso nicht, ne? Nee. Natürlich super gut, wenn du jetzt den Dings erreichen könntest, ne? Den sogar erledigen könntest. Ich zweifle, dass das genug ist, aber gucken wir mal. Ja. Okay, sie schafft es irgendwie, ihn zu erledigen. Oh, dann machst du den Platz. Dann haben wir es gleich geschafft. Und Zorn, da brauchen wir nicht so viel, finde ich. Wir wollen eigentlich nur viele Leute mit Resistenz. Ich habe da genau den Typen. Ich kenne da jemanden. Problem ist, die heilen sich jetzt hier die ganze Zeit hoch, ne? Komm nicht näher. Alter, ich habe Zeit, ne? Ich stecke jetzt da fest. Alter, ich kann ja noch für 4 Züge lang rumhocken. Okay. Dauert sowieso schon jetzt wieder 2-3 Stunden. Kann ich dann direkt weitermachen. So, so ich gehe so weit hier und mit John da rein und verprügelt so eine Resistenz von 26. Macht er überhaupt Schaden? Ja, ein bisschen. Komm schon, komm mit deinen 1 HP auf mich los. Ja, ich kann auch einfach, nee, kann ich nicht. Komm schon, du willst mich angreifen, du willst mich angreifen. Heilstäbe. Wen sollte ich eigentlich aufhören zu heilen? Er bekommt nur 4 Erfahrungspunkte. So, komm, du willst mich angreifen, anstatt dich zu heilen. Ja, macht er sogar tatsächlich. Zack. So, jetzt kannst du nur auf uns losgehen. Du kannst dich nicht selber ein. Und du hast nur so ein Zeug. Na gut, dann haben wir es gleich geschafft. Mein Gott. Ungefähr Kapitel hat Ewigkeiten gedauert. Sehr. Okay, jetzt mal wieder den Effekt aktiviert.
dann werde ich irgendwie getroffen. So, Temera. Komm auf Level 20. Mein Gott. Sind alle Hauptcharaktere mindestens auf Level 20. Oder schon entwickelt. So, jetzt bleibt nur noch Soren. So. Ja, machen wir ihn dagegen. Wir müssen ihn ganz eindeutig hier mit Dings hier erledigen. So, jeder, der mehr als 26 Resistenz hat, bitte darunter. So. Ich schicke mal natürlich auch darunter. Wäre natürlich gut, wenn du den Kill ja kriegen würdest, ne? Ich weiß nicht, dass die unendliche Dings geben, ey. Das ist ein bisschen überpowered, ey. Das vergiftet, ey. Immer noch. Was hier? Ah, wäre so gut, wenn ich jetzt Celine dabei hätte, ne? Sie könnte jetzt physisch angreifen. Ja, warum komme ich eigentlich zu dir? Komm doch zu uns hin. Mach ich eigentlich. Ich kann sie auch einfach zu uns bringen, Mann. Oh, ich dachte, du hättest auch. So, du gehst mal weg. Gott, ich will gar nicht wissen, wie viele Züge hat hier waren jetzt. So, rein da. Jetzt weniger. Ja. Das hat dann voll Bies. Wie soll ich denn da hinkommen, ey? So eine ähnliche Map gab es in Fire Emblem Fates. Aber irgendwie hier bei dem Belagerungsbuch, so nennt man diese Langstreckenbücher, hat die ganze Zeit von der Mitte aus hier die ganzen Charaktere abgeschossen, ey. Hm, ich meine, geht auf sie, auf ihn, ist klar, ne? Solange ich nicht im Gegenzug, ja hochheile, sollte das eigentlich kein Problem sein, ne? Ich glaube, Weihwasser einsetzen können, ne? Aber ja, müssen wir halt so machen, ne? Ich habe gesehen, Zug 31 war. Und er kommt sogar näher. Okay, was ist das? Okay, was ist das? Das wird uns umbringen, ne?
Ich hasse es jetzt schon. Hey, warte mal, du bist doch jetzt getroffen von dem Ding, ne? Warte mal, das machen wir noch mal ganz einfach hier. Und sie kann sich nicht bewegen. Cool. Hahaha, cool. Geht ja nicht so schnell erledigt. Jetzt passt du mal auf hier. Da muss man einmal nicht aufpassen, ne? Schon kann er jemanden hier treffen. Das ist echt nicht witzig hier. Erfahrungspunkte. So. Wir sind wahrscheinlich in einem Zug hier durch knüppeln. So, und jetzt da Schaden bekommen. Okay, warum war sie jetzt auf? Natürlich war sie wieder diejenige, die in Einzug. Ach, weil sie von dem blöden Ding ja. Boah. Ah. Oh, voll kacke, ja. Ja, 25 10, er kann einen Schlag, sie kann einen Schlag aushalten. Ja, der ja einen Schlag aushalten kann, einmal kurz da unten hingehen. Diese DLC-Chapters, ne? Okay. Jetzt wird er schon wieder getroffen. So, er hat jetzt Schaden genommen. Oh mein Gott! Ey, was zum... Boah! Oh mein Gott. Okay. Merkt ihr euch als erstes? Wenn ich euch nicht jedes Mal wieder hier bewegen muss. Boah, Junge. Ist das hier gerade ätzend, ey. Diese blöde Mistkarte mit diesem blöden verbrannten Boden hier. Der mich einfach hier vollkommen zerstört. Hey. Kriegst du einen Anfall? So, jetzt aber.
So, dann müssen wir ihn einfach vollkommen zerstören jetzt. Ich glaube, nicht möglich ist in einem Zug, ne, den so viel Balken abzuziehen. Okay. Ey, war das hier? Hey, was? Ich war noch außer Reichweite. Oh, ey. Ey, mach mir jetzt kein. Ich war noch außerhalb der Reichweite. Mann. Ich für sie, ich für die Platz gemacht habe, ne? Boah. Jetzt reicht's aber auch mal. Wenn wir hier jetzt die Zeitkristalle ausgehen wegen dem Mist, ne? Spiellevel nicht noch mal. Muss ich vergessen. Ah, schon hier. Voll im mega Resistenz, ne? Ja, jetzt sehe ich es auch. So, ich bin nicht in Reichweite von dem Typen. So, jetzt auch mit dem Mist, okay. Schon wieder fast alle HP voll. Ich krieg die Krise hier gerade. Ja, ich muss ihn jetzt erledigen. Geht nicht anders. So, natürlich reicht das nicht. Das, natürlich reicht es nicht. Reicht nicht. Habe ich Schweigen? Kann ich den verschweigen? Also irgendwie hat Gefühl nicht. So, und nun jetzt, jetzt macht er ihn sowieso fertig. Schaden, Alter. Noch einmal tanzen, aber wie soll ich das machen? Ich stelle mir die Frage, glaube ich, jeden Tag, jeden Kapitel. Der hält sich danach wieder hoch. Jetzt nicht gedacht. Und schon hat sich seine Reichweite geändert. Er fällt da runter und hilft denen.
Er ist nicht genau funktioniert. Beim Boss, der darauf ausgelegt ist, nur mit Magie anzugreifen. Macht ihn sogar mit einem Schlag fertig. Was ist aber mal los? Alla. Da habe ich ein bisschen Verschwendung, aber egal. Haben wir ihn jetzt. Ah. Sie macht ihn sogar fertig. Oh mein Gott. Uff. Ich kann nicht mehr, Mann. Sind alle noch am Leben. Ja, ne. Eins. Komm. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ja. Der Reim macht den alle. Oh mein Gott. Hier sind alle bei der Horror. Ah, wir haben es geschafft. Okay, cool. Sie hat auch Level 20 erreicht. Jetzt bräuchte ich nur ein paar Meistersiegel. Oh mein Gott. Ich fand nicht, dass wir das geschafft haben. Ich hätte nicht gedacht, dass Schweigen hier funktioniert. Ein Boss, der nur mit Magie kämpft. Ja, ist irgendwie so ein Halbling oder irgendwie so was, ne? Ist irgendwie halb Lagus, halb Björk. Björk sind die Menschen und Lagus sind diese Tierleute. Da gab es irgendwie einen Namen, aber ich habe ihn vergessen. でも 私は歓迎ですよ。物事は一側面だけで測ることはできません。様々な考えが必要ですから、私たちが相容れない性質かどうかだって今断言することはできません。あなたはあなたの信念を貫けばいい。 僕はそう思いますよ。信念ですか。綺麗事で勝てるほど戦は甘くありませんが、それがあなたの信念ならば話は別です。僕は温かい思いが歴史すら変えることを知っています。だからあなたはこれからも自分を信じ、あなたの自身のやり方で突き進んでください。それを僕が支えます。私のやり方で。 わかりました。悩むこともあるかもしれませんが、その時は頼りにさせてください。これからよろしくお願いしますね、セネリオ。オッケー。感謝する。なぜにさ。またお前と共に戦えるな。アイク、すぐに声をかけてください。そうしたらこんな面倒なことをする必要もなかったのに。そういうな。 Leute sind gestorben, die fliegen.
あなたの隣に僕の居場所はありますか？何を言うかと思えば当たり前だろう。俺はいつでもお前を頼りにしてる。お前もどこにいたって俺を助けてくれるんだろう、セネリオ。はい。あなたの力になることが僕の望みですから。 Er ist wirklich hart gay für Ike. So, Emblemsorin. Emblemsorin ist auf Kampfmagie spezialisiert und vermag mit ihrer Hilfe das Blatt in so manchen eine Schlacht zu wenden. Die Synchrofähigkeit Lockvogel erlaubt es, einen Verbündeten zum bevorzugten Ziel des Gegners zu machen. Was mir alles nichts bringt, weil ich die nicht einsetzen will. Das ist eine coole Verwandlung. Die Bündniswaffe Gewitter verfügt über eine große Reichweite und kann weit entfernte Gegner mit Donnermagie Schaden hinzufügen. Ja, ich krieg also keine. Wäre auch irgendwie überpowered, wenn ich so welche Dinger hätte, ne? So als normale Waffen. Die Bündnisfähigkeit Schein verringert bei Angriffen mit Büchern den Resistenzwert des Gegners und heilt die eigene Einheit. Die Bündniswaffe Kataklysmus fügt Gegner mit einem bestimmten Gebiet Schaden mit Feuer, Donner und Windmagie zu. Die Änderung und Einstellung für Stab mit der. Okay. Cool. Dann können wir hier speichern, ne? Ja. Da muss ich beim nächsten Mal Kapitel 17 noch mal tackeln, aber mit etwas stärkeren Einheiten. Ich glaube nicht, dass das so einen riesigen Unterschied machen wird, aber gucken wir mal. Man wird ja erst mal sehen, was uns erwartet. Absoluter Horror. So, boah, meine Hände sind nass geschwitzt. Ja, du kannst dich ja selber eilen jetzt. John werde ich definitiv im nächsten Kapitel brauchen. Hi. So, boah, meine Hände sind jetzt voll. Warum merke ich das jetzt erst, ey? Arigato. So, wenn ich jetzt Meistersiegel hätte, ne? Könnte ich so viele Leute entwickeln. Aber dauert noch ein bisschen. Okay, ich habe dich endlich mal deployed. Kann halt hier gerade wie eine Beschwerde. Hübsches Flechtchen. Hier ist Lava überall. Das sieht wortwörtlich aus wie ein Gebiet aus Fire Emblem Three Houses. Und das Gebiet sah schon immer aus wie so ein Kapitel aus Fire Emblem Awakening. Keine Ahnung. Gibt immer so eine obligatorische Lava-Level in Fire Emblem. So. In Kreisen um mich herum getanzt. Das klingt wunderschön. Ich wünschte, ich könnte die Aussicht genießen und nicht die Aussicht von der Bank. Ich kann dich nicht hören, du bist so weit weg, Wanda. Okay. War schon wieder sehr lang. Wir haben auch gerade 18 Uhr. Das weiß ich nicht. Ich versuche irgendwann so nebenbei während eines Supports oder so hier irgendwie ein Partner hochzuladen. Ohne dass ihr es merkt. Ihr werdet es nicht merken. So, dann haben wir alles eingesammelt. Ne? Ja, gut. Dann gehen wir zum Somniel. Und da tun wir uns ein paar Sachen anschauen, wie zum Beispiel Supports. Und ja, die dauern ja auch schon ein bisschen, ne? Nicht mehr so schnell wie nicht mehr so langsam wie in Three Houses, Gott sei Dank, aber trotzdem. So, ist eigentlich eine Menge freigeschaltet haben. Ja, so geht, ne? So, ihr beiden schnattert.
Und du weißt schon, Leute in Geister verwandeln. So, und dann Citrin und Diamant. Ich hätte echt mehr Supports erwartet. Ich fahre mein unsichtbares Motorrad. So, dann gehen wir eigentlich nur noch hier. Checken wir mal Soren aus. So, er hat nur Gewitter ausgerüstet, okay. Treffer 50 oder Magiewacht. Das ist mir eigentlich eine Kopfschaden. Ah, guck ich mal aufs Screen an. Schon lang genug hier. Deswegen konnten die Robin hier nicht reinpacken, weil wir schon einen Strategen hier haben. So, Clan, genau. Das war's dann, ne? Ja. Ringe werde ich jetzt nicht holen. Ich warte erstmal, bis ich wieder meine anderen Ringe hier übrig habe. Wenn ich die wieder habe. So, und wo gehe ich hin? Da muss ich zur Arena. Viel los, ja. So, dann gehen wir Clan hier ein. Erfahrungspunkt, egal gegen wen er kämpfen muss. Er wird 20 erreichen. Ja, viel Spaß. Ja, natürlich ist es jemand, den da gewinnen kann.
Softball. Nein. Ja, aber trotzdem Level up. So, ach ja, Gespräche. Ich vergesse es immer. Schaltet auch Unterstützungsgespräch frei. So, B. なるほど。やっと読めてきましたよ。クランさんは美形で。ああ、わかった。中に、しっかりものの真の強さが見て取れる。王子はおそらくそこに惹かれ、二人きりで会いたいと。筋肉鍛錬はあくまで口実。可能性としてなくはない。いい、いいです。王子とクランさん。ありです。ルイさん、どうしたの？遠い目をして、ぶつぶつと。 何でもありません。ガラガラって青が吹くわ。当時との筋肉鍛錬はどうでしたか？楽しく過ごせたよ。ルイさんのおかげで失礼なこともしなかった。アルフレッド王子はいつも以上に優しくて、テトリ足取り筋肉鍛錬のやり方を教えてくれたんだ。なんですと？いつも以上に優しくてと。その部分について詳しくお聞きしてもいいですか？ うん、いいけど、その優しさは仲間に対してのものでしたか？それとも何か別の感情？ああ、そういうことか。仲間っていうよりはお兄ちゃんっていう感じの優しさだったよ。お兄ちゃん、兄と弟、禁断の関係、これも僕の新たな領域。しかし悪くない。どうしたの？ 足がフラフラだよ。いえ、何でもありません。忘れてください。そうだ。また筋肉鍛錬をやるんだけど、ルイさんも興味があったら来る？行けません。どうぞお二人きりで。そんな尊いものを壊すような真似はできません。心ゆくまで筋肉鍛錬を楽しんで。Der Typ für seine eigene Fanfiction darüber schreiben. In dieser Fanfiction seid ihr nackt. Okay. Da habe ich nicht Bandgespräche auch freigeschaltet. So, wen trainieren wir denn jetzt? Wir jetzt alle auf Level 20. Alle, die auf Level 20, also alle, die jetzt Klasse wechseln können, jedenfalls, ne? Zelkov, würde ich sagen, ne? Na komm. Aber die Ausweichrate. Aua. Aha. Hat er gerade gesagt Tarnende? Tarnende oder? Ovaro Tarn. Cool. Ich habe trotzdem nur Angst vor dem 17. Kapitel. Aber jetzt fühle ich mich ein bisschen sicherer, vielleicht. Ah, entschuldige, 20%. Entschuldige, 20%. Genau, da will ich sehen. Okay, und da ist noch ein Gespräch. Zum Abschluss. さあ、どうしようか。おい、ため息なんかついてどうした？これを見てくれ。招待状だ。差出人は森の仙人。森の仙人？誰だ？聞いたことがないが。俺もだよ。で、その仙人から山小屋に招待されたんだ。 なんだと？そこに山の地図が描かれているだろう。山小屋まで来れば方向音痴を治す秘薬をくれるらしい。それを飲むだけで方向音痴が立ちどころに改善されてしまうそうだ。方向音痴を治す薬、そんなものがこの世にあるのか？あると信じたい。というのも俺はかなりの方向音痴でな、この間なんて方位自身を持って歩いても
Ich bin vom Sonnengel runtergefallen. ありがとう。では行ってくるよ。 Ich habe irgendwie das Gefühl, er redet sehr, weiß nicht, sehr höflichen Dialekt, würde ich mir jetzt vorstellen. Also hier Zelkov, da bilde ich mir nur ein. So cool, wir haben eine Menge starke Einheiten hier. Und wir werden die stärksten wahrscheinlich nächstes Mal mitnehmen. Na, einige der stärksten. Und dann machen wir uns auf zu Kapitel 17. Ich lass mich noch mal im Shop nachgucken. Ich meine, wir haben keine Meistersiegel mehr, aber lass mich trotzdem mal nachgucken. Vielleicht kriege ich ja jetzt hier wieder ein, nachdem ich ein Kapitel abgeschlossen habe. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert, aber das trotzdem mal gucken, ne? Mich nur eine Einheit hier weiterentwickeln kann, würde mich das schon froh machen. Wäre dann wahrscheinlich Timera, einfach nur weil ich schon Alchris hätte ich auch irgendwie genommen, aber Alchris, ich habe schon zwei Schützen, die entwickelt sind, von daher weiß nicht. Nee. Ja gut, dann muss ich mit den Einheiten, die ich entwickelt habe, erstmal weitermachen, ne? Achso, wir kriegen irgendwann mal Meistersiegel, ne? Ich hoffe, wir kriegen noch welche, weil wenn nicht, dann haben wir ein Problem. Ich noch eine Menge Einheiten habe, die ich noch nicht entwickelt habe. So, aber ich bin jetzt hier fertig, was heute aufnehmen. Und ja. Kapitel 17, ihr werdet sehen, was es damit auf sich hat beim nächsten Mal. Ich hoffe, ich werde jetzt da nicht einfach durchrushen meinen nächsten Versuch, oder hier umsonst irgendwie hochhypen oder so, aber ja, gucken wir mal. Etwas stärker in Einheiten wird das schon machbar sein, ne? Gut. Dann sehen wir uns dann beim nächsten Mal in der Story wieder und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat der Part euch gefallen. Wenn ihr lasst bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar, würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss.